Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir den Bodyscan näher bringen. Du darfst dich dafür ganz entspannt hinlegen und es dir bequem machen. Der Bodyscan ist eine sehr effektive und heilende Meditationsform. Dafür wirst du gleich in Gedanken durch deinen Körper wandern und stets versuchen, deine Wahrnehmung dabei offen und neugierig zu halten. Versuche, wach zu bleiben und eine interessierte und besonders annehmende innere Haltung einzunehmen. Diese Übung kann dir dabei helfen, in einen sehr tiefen Entspannungszustand zu gelangen. Ich wünsche dir dabei viel Freude und ein schönes Wohlgefühl. Suche jetzt einen für dich angenehmen Ort, an dem du dich ganz bequem hinlegen oder setzen kannst. Sorge dafür, dass du durch nichts gestört wirst. Und wenn du magst, dann deck dich zu. Jetzt kommt eine Zeit, die nur für dich bestimmt ist, die du mit dir verbringst, in der Stille, in der Tiefe. Denke daran, dass du nichts erreichen musst. Versuche einfach nur von Augenblick zu Augenblick wach und aufmerksam zu sein. Und für all das, was wir als Empfindungen in unserem Körper, an Gefühlen und Gedanken wahrnehmen. Erlaube dir, ganz ruhig und klar zu sein. Löse dich einmal davon, dass du die Dinge ändern möchtest, die sich in dir oder in deinem Geist zeigen. Lass all deine wertenden Gedanken los. Es gibt jetzt nichts zu tun. Atme während der Meditation ruhig und tief und wenn es dir möglich ist, durch die Nase ein und aus. Wenn deine Augen noch nicht geschlossen sind, dann schließe sie jetzt. Deine Arme liegen dabei seitlich, mit den Handflächen nach oben. Die Beine sind hüftbreit geöffnet und die Füße fallen seitlich auseinander. Es gibt jetzt nichts zu tun, einfach nur hier sein. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Atem. Nimm die Tatsache wahr, dass du atmest, dass dein Atem von ganz allein kommt und geht. Versuche dabei nicht, deinen Atem zu beeinflussen. Lass ihn einfach kommen und wieder gehen. Einströmen lassen, ausströmen lassen. Richte dabei deine Empfindungen ganz besonders auf deine Bauchdecke. Beobachte dabei, wie der Atem ruhig und sanft in dich hineinströmt und wieder herausströmt. Das Ausdehnen des Bauches beim Einatmen und das Wiederhineinsinken beim Ausatmen. Spüre nun auch den Kontakt deines Körpers mit der Erde. Und lasse dich mit jeder Ausatmung mehr und mehr sinken. Lasse mit jeder Ausatmung dein Körper schwerer werden. Gib der Schwerkraft nach und lass los. Lasse dich tiefer sinken.
Und dann spüre einmal bewusst zu deinen Füßen, zu deinen Fersen, die am Boden aufliegen. Die Fußsohlen, die dich den Tag übertragen. Und zu den Zehen und dem Fußgelenk. Und streng dich dabei nicht an. Sei einfach wie eine Antenne, wach und bereit. Spüre dann vom Fuß weiter zu deinem Unterschenkel, links und rechts. Gehst höher und spüre in dein Knie hinein und zu deinem Kniegelenk. Stell einfach nur fest, was da ist. Keine Anstrengung oder dass du etwas verändern willst. Einfach nur wahrnehmen, einfach liegen und hineinspüren. Fühle dann zu deinem Oberschenkel und zu deinem Gesäß. Nimm einfach wahr, was da ist, ohne es zu bewerten. Versuch jetzt einmal die Beine bewusst als Raum deines Körpers wahrzunehmen. Nimm die Beine als Raum deines Körpers wahr. Spüre dann die Empfindung in deiner Leistengegend. Ist der Übergang zwischen deinen Beinen und deinen Hüften? Und dann wandere weiter nach oben mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Rücken, mit dem du aufliegst. Spüre zu deinem Steißbein, umschlungen von deinem Gesäß. Spüre höher zu deinem unteren Rücken, zum mittleren Rücken und zum oberen Rücken. Mit den Schulterblättern und dem Halswirbelbereich. Spüre hinein. Einfach nur spüren. Vielleicht kommt von Zeit zu Zeit, während du den Körper so abtastest, in dieser Weise. Vielleicht kommst du da in Kontakt mit Problemzonen, dort, wo du vielleicht Schmerzen hast oder unangenehme Empfindungen. Versuche dann ganz sanft und behutsam in diese Bereiche hineinzuatmen. Offen und annehmend für die unterschiedlichen Empfindungen in deinem Körper. Und dann wieder auszuatmen, ohne dabei zu erwarten, dass sich die vielleicht unangenehm schmerzenden Empfindungen verändern. Konzentriere dich auf den Bereich der Wirbelsäule, die Wirbelsäule, die Kontakt zur Unterlage hat.
Spüre, was du fühlst. Und wenn du nichts fühlst, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist allein die Qualität deiner Aufmerksamkeit, dass du wach und empfangsbereit bist, ohne dass du etwas leisten oder erreichen willst. Spüre dann vom Schulter- und Nackenbereich weiter in deine Arme, in die Oberarme hinein und geh weiter zum Ellbogen. Beurteile nicht, mach dir keine Gedanken, wie der Bereich sich vielleicht anfühlen sollte, sondern lass ihn genauso sein, wie du ihn jetzt spürst. Spüre zu den Unterarmen, zu den Handgelenken und weiter zu den einzelnen Fingern, den Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger und den kleinen Finger. Spüre, was du empfindest, wenn du so genau wie du kannst hinspürst. Ob es nun Empfindungen von Schwere, Wärme oder Leichtigkeit. Oder ein Prickeln oder Ziehen sind. Nimm alle Empfindungen so an, wie sie sich dir jetzt zeigen. Ohne davon etwas ausschließen zu wollen, ohne etwas zu erwarten. Wandere dann mit deiner Aufmerksamkeit die Arme wieder hoch und gehe in die Mitte deiner Brust. Wende deine Aufmerksamkeit deinem Herzen zu. Nimm alle Empfindungen in diesem Bereich wahr, in der Mitte deiner Brust. Ob es Verstimmungen von Enge sind oder Verspannungen von Schwere oder Druck, oder vielleicht von Weichheit, Offenheit, Freiheit. Und werde dir auch aller Gefühle und Gedanken, die in diesem Körperteil gekoppelt sind, bewusst. Versuche sie genau so anzunehmen, wie sie sind. Gehe dann von deinem Herzen über deinem Hals zu deinem Kopf. Spüre die Auflagefläche deines Kopfes am Boden. Und du gehst über deinem Schädel, deinem Scheitel oben, über die Kopfhaut. Weiter zu deinem Gesicht, zu deiner Stirn. Beobachte, ob du in diesem Bereich deiner Stirn, vielleicht in der Mitte, Gefühle festhältst. Vielleicht sind da Spannungen, Frustrationen.
Und wenn du Gefühle spürst, die mit den Spannungen in deinen Muskeln oder in deinem Körper verbunden sind, dann schau dir diese Gefühle einfach mal an und spüre dein ganzes Gesicht und lasse es im Moment so sein, wie es ist, ohne die ganze Zeit beschäftigt mit irgendwelchen Gedanken oder Bildern zu sein. Lass es einfach so sein, dein eigenes Gesicht, entspannt und voller Frieden. Spüre die Augen in ihren Augenhöhlen, den Platz in deinen Augen. Lass sie tiefer sinken. Spüre deine Augenbrauen und die gesamte Umgebung deiner Augen. Und während du hier liegst und die Empfindungen in deinem Gesicht betrachtest, erlaube dir noch tiefer zu sinken. Tiefer in einem Zustand der entspannten Beobachtung und des Wahrnehmens. Ganz da sein in jedem Augenblick. Lasse alle aufkommenden Gedanken los. Alle Impulse, dich zu bewegen oder etwas anderes zu tun. Erlebe dich einfach in diesem Augenblick. Nimm die Nase wahr, die Nasenflügel. Und fühle, wie die Luft durch die Nasenlöcher einströmt. Und durch die Nasenlöcher wieder ausströmt. Spüre dann zu deinen Wangen und zu dem Mund- und Kieferbereich. Ist der Kiefer angespannt oder entspannt? Betrachte genau den Unterkiefer und dein Kinn. Vielleicht gibt es auch besondere Empfindungen in deinen Kiefergelenken. Erspüre deine Lippen und den Mund, die Zähne, das Zahnfleisch, die Zunge. Erlaube der Zunge, gelöst und frei im Mundraum zu ruhen. Den Gaumen und den Rachen. Nimm einfach nur wahr. Nimm wahr, was du im Moment spürst, ohne es zu bewerten oder verändern zu wollen. Weite dann jetzt deine Aufmerksamkeit noch einmal bewusst auf deinen ganzen Körperraum aus. Spüre die Auflagefläche deines Körpers zum Boden. Und
Und dann spüre noch einmal zu deinem Atem. Hat sich der Atem im Vergleich zum Beginn des Bodyscans verändert? Spüre dann noch einmal, wie der Atem bei der Einatmung durch die Nase in deinen Körper einströmt und den Bauchraum anhebt. Und wie der Atem an der Nase ausströmt und den Bauchraum wieder sanft senkt. Lass den Atem jetzt wieder frei fließen und sei ganz wach und annehmend für alles, was sich jetzt in dem Feld deiner Aufmerksamkeit zeigt. Es können Gedanken, Empfindungen, Gefühle sein oder Geräusche oder die Stille. Lass deine Achtsamkeit so weit werden wie das Blau des Himmels. Und betrachte alle aufkommenden Gedanken, Gefühle, Empfindungen und Bilder so wie Wolken, die entstehen. Und die eine Weile durch den Himmel deines Gewahrseins ziehen und sich dann wieder auflösen. Alles kommt und alles geht wieder. Ganz einfach. Komm dann langsam wieder zurück. Komm zurück ins Hier und Jetzt. Nimm kleine Bewegungen wieder in deinem Körper wahr. Der Bauch, der sich hebt und senkt. Bewege deine Fingerspitzen ganz leicht, die der Zehenspitzen. Lass ruhig die Bewegung größer werden. Streck die Arme über deinen Kopf, wenn du möchtest. Atme tief ein und aus. Und dann öffne ganz langsam wieder deine Augen. Und sei wieder ganz da. Wundervoll, dass du dabei warst. Hab einen schönen Tag.